Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ich gehe zum Friseur heute noch. Aber ich wollte mich zum Generationswechsel mal äußern. Man muss ihn auch tatsächlich durchführen. Ne? Also im Ehrenamt, bei den Vereinen, Parteien und in der ganzen Gesellschaft. Die lebt dann nur, weil es Ehrenamtliche gibt, die das als Lebensaufgabe vielleicht im hohen Alter noch machen oder überhaupt so wie ich bei meinen Gesangvereinen so ähnlich und jetzt auch in der Partei wieder. Aber man muss auch bereit sein, jüngeren Leuten das zuzutrauen und weitergeben. Ich neige nicht dazu zu sagen, hier an mir geht nichts vorbei, überhaupt nicht. Wirke mit, dass das gut gelingt und ich freue mich, dass in Weilerstadt wir auf dem richtigen Weg sind. Mehr möchte ich zunächst mal nicht dazu sagen, weil wir noch nicht der Entwicklung hinterherlaufen wollen, sondern wir wollen Ergebnisse präsentieren vor der Wahl und dass Wählerinnen und Wähler sich gut informieren können über verschiedene Themen, die wir jetzt bereithalten. Ne? Aber erst muss ich zum Friseur gehen, wie schon gesagt. Die Friseure, montags war ja immer geschlossen sonst, aber jetzt ist das nicht mehr so. Und dann lasse ich mich mal so herrichten für ein Bild. Ne? Oder ein altes Bild abgeben von 1984 bei meiner ersten Kandidatur. Also, schönen Abend noch.